Nun wächst er schon wieder. Ich dachte, die hätte ich eingesammelt. So. Und jetzt auf der Seite hier. Ja, das wird auch wieder super lang in hier. So, jetzt haben wir mal schon mal einen leicht versteckten Eingang hier. Ist zwar etwas unpraktisch, wenn da nämlich 4 kommen, aber das ist nicht so schlimm. Die kann man ja dann doch killen mit dem Bogen, wenn wir später einen haben. Wir sollten jetzt endlich mal unser Ding anfangen. Ach, und ich wollte aber noch was machen. Mann, ich will immer so viel machen und machen und machen. Das ist immer echt... 47. Den einen holen wir uns noch. Dann machen wir, dann basteln wir jetzt nämlich mal kurz was. Hoffen wir mal, wir kriegen genug bei raus. So. Oh, nein, so. Bin ich jetzt blöd? Ja, bin ich. Also manchmal... So, jetzt nämlich. Jetzt sollte das auch funktionieren. Ja. Die werden zwar eh nicht reichen, aber was soll's. 40 Treppen reichen nie. So. Dann fangen wir mal unten an. So, hier. Plop. Ah, scheiße. Ah, die kriege ich ja wieder zum Glück. Dann muss ich die Fackel da weghauen. Kurz mal. Wird eh nicht reichen, ganz ehrlich. So, und jetzt wisst ihr auch, weshalb ich da immer diese 4 Dinger gelassen habe, damit man das schön umdrehen kann, sozusagen. Oh! 8 Stück haben wir noch, erreicht nie. Habe ich eigentlich schon wieder Cleanstone rein? Nein, habe ich nicht. Ach komm, fast. Ein bisschen was ist noch drin. 12. Dies machen wir nochmal kurz, das könnte reichen. So. Acht Treppen haben wir noch gekriegt. Die könnten gerade reichen. Die müssten eigentlich sogar reichen. 2, 3, 4. Ha! Haben wir sogar noch 4 Treppen übrig. Sind das hier an. Wie wär's, wenn ich... Ach, das machen wir jetzt einfach mal. Hier... Philipp ist hier. Hallo? Hallo? So, kurz mal hier ein Loch reingraben. Und wir haben ja hier 4 solche. Wie sieht das aus? Hängen wir da im Bug fest? Das kann aber auch nicht sein. Naja, ist ganz gut. Eventuell können wir ja später noch die ganzen Wände so auskleiden. Aber das ist dann später. Philipp, das führt in Sackgasse, nur so nebenbei. Ist nicht ratsam, da runter zu gehen, da kommt man nicht wieder rauf. Wollen wir mal? Ach, da gehen wir jetzt einfach mal mit. Ich sollte mir zwar eventuell noch was zu essen mitnehmen. Ach, ich habe ja noch
Ein Steak, das hauen wir jetzt gleich mal rein. So. Und ich muss nur wieder zurückfinden, das wird etwas tricky dann. Es wird gerade Nacht. Oder nein. Oder doch. Oder keine Ahnung. Wir sind hier wieder in der Wüste, da sieht man wieder nichts mehr. Vor lauter Sandsturm. Ich will hier hoch. Lauf, 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 lauf. Ach, ich brauche jetzt wieder Nahrung dringend. Ach du liebe Zeit. Das sind zwei Kühe. Soll ich die töten? Nein, die lasse ich mal stehen. Die züchten wir uns dann später. Uiuiui, ist aber noch ein... Kürbisse! Die können wir uns nachher holen, wenn wir mal Zeit haben. Aha. Wie geht's denn hier entlang? Eine Höhle. Oh, da könnte man auch reinfallen. Doch, eine Höhle. Ach, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind. Kein einziger Seed, obwohl ich gerade so um mich Gras abgerissen habe. Erstaunlich, ein Sumpf. Nanu, wer schreibt mich denn jetzt bitte an? Naja, egal. Wir let's playen jetzt erstmal hier fröhlich weiter. Uiuiuiui. Ist aber ein ganz schöner Weg zu dir. Herr Philipp, und noch eine Kuh. Noch zwei Kühe. Noch vier Kühe. Oh, zwei Hühner. Sechs Kühe, Alter. Das werden immer mehr. Drei Hühnchen. Und jetzt wird's tatsächlich Nacht. Vier Hühnchen. Aha. Tja. Noch mehr Schafe. Sehr interessant hier. Landschaft ist ja schon auch irgendwie sehr nice, muss ich sagen. Also hier dschungelmäßig so ein bisschen. Oder ist das noch Sumpf? Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Sieht eher nach Sumpf aus, aber okay. Wohl könnte theoretisch auch Dschungel sein. Noch jede Menge Pilze hier überall. Ja, das ist wahrscheinlich eher Sumpf. Weil da wachsen Pilze nämlich besser. Ja, es ist hier Sumpf. Eindeutig. Zumindest teilweise. Noch mehr Kühe. Oh, und da ist ein Haus. Das heißt, wenn wir jetzt einfach darüber gehen, müssten wir zurückkommen. Oh, schon Getreide angebaut und Zuckerrohr. Hey. Mit Gravelweg. Ui, sieht gut aus hier. Mit gelbem Teppich, der noch nicht fertig ist. Gucken wir doch mal nach oben. Ah, noch sehr spartanisch hier, aber sieht ganz in Ordnung aus. Kommen wir wieder runter. Uiuiui. Schon ganz schön schnell hier. Aha. Oh, sehr viel Nahrung. Zwei Öfen. Sieht ja sehr nice aus hier. Wo geht's hier hin? Ein kleiner Brunnen. Und da hinten? Nix. Okay. Tja, jetzt habe ich vergessen, mein Bett mitzunehmen. Das war jetzt natürlich irgendwie doof. Na gut, kämpfen wir uns zurück. Sehr nice, das Haus, muss ich schon sagen. Ja, ja. Und falls sich jetzt wieder jemand fragt, ja, mit wem redet der hier eigentlich? Ja, mit meinem, mit diesem Philipp hier, der sitzt nämlich direkt neben mir. Eine Mine. Ah. Ein Mineneingang. Ah, Bett. Sehr nice. Tja, gut. Dann werden wir uns jetzt, glaube ich, gleich mal... Werden wir uns jetzt mal schlafen legen. Und kurz auf Philipp warten. Und bei ihm sind wohl Monster in der Nähe. Das macht das Ganze etwas schwierig. Von wem wird er denn verfolgt?
Ist irgendwie gerade keiner anscheinend zu sehen. Na gut, ich stehe mal nochmal ganz kurz auf. Ist das hier... Oh, eine Kuh ist wohl bei ihm in der Nähe. Und was ist das hier unten für ein komischer Raum? Habe ich... Ich muss unbedingt Dreck farmen, jetzt hat dann demnächst. Naja. Can you sleep now? Philipp? Ah, oh, gut. Creeper war wohl in der Nähe. Der sollte dann ja möglichst nicht in der Nähe vom Haus explodieren, würde ich mal behaupten. So, Creeper tot. Und jetzt hoffen wir mal, dass es sonst keinen anderen getriggert hat. Und dann sieht aber ganz gut aus. Geht's jetzt ab ins Haier? Ich höre ein Skelett. Ja, gut. Bis morgen früh. Gute Nacht. Ah, da sind wir ja schon wieder. Mann, ging das schnell. Ich hoffe, hier... Ich habe keine Ahnung. Oh, Spinni. Ja, dann haben wir auch schon unsere letzte Seite. Ach, du liebe Zeit. Tja, da ist der Creeper explodiert, würde ich mal sagen. Tja. Ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Hier, da ist eine Fackel am Baum. Bin ich dann richtig? Gut. Ich bin wohl bei der Fackel richtig. Sagt mir gerade mein Banknachbar sozusagen. So. Gehen wir mal hier hin. Nee. Hier hinter. Einen Moment ganz kurz. Ich muss mal kurz mein Mikrofon wieder ausmachen. So, da bin ich wieder. Ja, kein Thema mehr wegen dem Haus. Aber wir gehen jetzt erstmal... Ich hoffe, ich bin jetzt einfach mal richtig. Kuh. Holen wir uns die doch. Autsch, gleich mal. Toll, nix gedroppt hier. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung ganz kurz und dann muss ich auch die Aufnahme schon wieder beenden. Da hängt schon eine Fackel drin, da war wohl Philipp auch schon oder Alex eventuell. Space 1900 wollte ich natürlich eigentlich sagen. Das muss ich natürlich jetzt dann wegbiepen, also wundert euch nicht, dass da gerade ein Beep war. Ah, zwei Schinken haben wir schon. So, ich hoffe, ich bin richtig. Hier entlang, hier entlang, hier entlang. Da ist noch ein Loch im Boden. Hier entlang, hier entlang. Da schwebt schon wieder so ein Teil in der Luft. Wo muss ich jetzt hin? Rechts oder links? Vermute ich mal. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade verlaufen. Das ist natürlich jetzt etwas unpraktisch hier. Täusche ich mich? Oder ist das tatsächlich... Nein. Es sah nur gerade hier so ein bisschen aus wie ein Canyon. Naja gut, was soll's. Irgendwie müssen wir jetzt erstmal eh zurückfinden. Ach, hier sind wir. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Wir müssen noch weiter nach da. Da sind zwei Kühe.